Bro, ich dachte, wir kommen jetzt, wir unterhalten uns ein bisschen über gute Strategien. Wie kommt man? Ja, komm, was muss der Point Guard machen? Dann erzähl mir, wie. Nee, Bruder, jetzt ist die Chance vorbei. Ich hätte dir das jetzt gerade eben alles gesagt, aber jetzt ist die Chance vorbei. Dann trotzdem vielen Dank, hat mich gefreut. Danke. Was geht ab, Freunde? Die Shots Fired Crew meldet sich aus Paris. Im Hintergrund seht ihr auch den ganz kleinen Eiffelturm. Wir sind natürlich unterwegs fürs NBA Paris Game und dann nächste Woche in Miami und Orlando. Haben wir bei Shots Fired schon erwähnt. Wir nehmen euch mit Vlogs auf beiden Kanälen. Heute erster Tag in Paris und heute stehen direkt ein paar Interviews an, die es in sich haben. Ja, es wird richtig krass. Also wir freuen uns sehr darauf. Unter anderem Ben Wallace sollen wir bekommen, BJ Armstrong möglicherweise, Joakim Noah, Michael Petras. Also schon Spieler, die wirklich auch was gerissen haben in ihrer NBA-Karriere. Und ja, es wird eine krasse Erfahrung für uns. Klingt nach einem soliden ersten Tag. Wir nehmen euch mit. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA Undrafted und ihr seht es schon am Hintergrund, wir sind mal wieder on the road und diesmal, wie soll es anders sein, in Paris. Welcome to Paris, thank you very much for doing this. Bienvenue. Ouais, merci. My French ends right there, so I'll switch to English. So when you were drafted, the Bulls had just lost in the conference finals, so you joined a team that already had championship aspirations. Yes. Can you talk about that challenge, being a rookie, and how you found a way to contribute right away? So the season after you left the Pistons, they played the Cavs in the conference finals, and I don't know if you remember, LeBron had that great game 5, scoring 48 at the Palace. Did you watch that game thinking he wouldn't have done that on my watch? LeBron was playing, you know, inspired basketball at that time. You know, I watch it all the time and say, there's no way he'll do that if I was in that paint. So, wir melden uns hier einmal kurz vom NBA Undrafted Set. Ihr seht hier den schönen NBA-Hintergrund. Hier haben wir heute alle Interviews geführt. Mhm. Wie hat es dir gefallen? Unfassbar, also das absolute Highlight, Joakim Noah, eigentlich wurde uns gesagt, er hat keine Zeit mehr, er hat keinen Slot mehr, wir kamen dann rein und dann hat er von selber gesagt, ja komm, lass mit den Jungs reden, das war so eine coole Aktion von ihm und wir haben ein super Interview noch mit ihm bekommen. Auf jeden Fall und alle Interviews, die wir heute geführt haben, könnt ihr in der neuen Folge NBA Undrafted sehen, verlinken wir euch alles, packen wir in die Story. Auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ein sehr gelungener erster Tag hier in Paris. Last question before we wrap it up. The two of us actually going to the States to do a little NBA trip on Friday. Do you have any type of vacation spots in Cleveland for us? Wir gehen jetzt hier zum Essen in so einen Burgerladen. Und nicht nur, dass er das Chicago Bulls Logo verwendet, er nutzt auch einfach Bilder vom Big Mac und vom Whopper. Das hör auf zu snitchen. Eiskalt. Hör auf zu snitchen. Eiskalt, oder? Lass den armen Mann leben. Der macht eiskalt. Keiner weiß, wo wir sind. So, Freunde, jetzt brauchen wir euch. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen essen erst die Pommes und dann das Highlight, nämlich die Burger. Die anderen Menschen essen erst die kompletten Burger weg und dann rühren sie die erste Pommes an. Das macht aber total Sinn, weil der Burger ist ja das Bessere. Und ich lasse doch nicht den Burger kalt werden für Pommes. Du hast da jetzt so einen halbkalten Burger liegen. Ja. Ich hab den Take, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt seid ihr dran, schreibt's in die Kommentare. So, wir sind gerade auf dem Weg zum Training und mussten hier einen kleinen Abstecher machen, weil Björn auch endlich mal danken wollte. Jetzt vielleicht schaffe ich's hier. Jetzt hat er endlich den passenden Court gefunden und? Schau mal, Vince Carter. Vince Carter, er wurde aus dem Stand. Da hat jemand die Dankformel nochmal durchgezogen. Jetzt hier beim Training direkt am Spielfeldrand. Die Bulls sind gerade durch mit dem Training. Die Trainingshalle hier ist tatsächlich die Heimspielhalle von Wemby. Kleiner netter Side-Fact. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir jemanden vor die Kamera bekommen für ein Interview. Oh, it's been a great experience. I've had a chance to come to Paris before, so it's great to be back again. It's a great city and excited to have the opportunity to play here. Can you talk about the challenges that the Pistons present as an opponent? It's going to be a good game, hard fought game. Every time Detroit plays Chicago, it's usually a hard, hustle, grit game. So whoever has the biggest heart and wants it more, you're going to win the game. All
Alright, best of luck, thank you. Thank you. Thanks, man. Guck mal, der Skill Development Coach der Pistons ist auch da. Ja, die Jungs müssen ja auch anständige Trainer haben. Die können ja nicht nur auf die Amis sich verlassen. Ne? Okay, woran hast du gearbeitet jetzt hier in Paris? Vor allem natürlich Ballhandling, mein Steckenpferd. Aber beim einen oder anderen habe ich auch die Shooting-Form noch ein bisschen korrigiert, damit die 3-Punkte-Würfe dann on point sind beim Game. Nice, ich werde mal darauf achten. Ja, check. Danke dir. Ja, schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher habe ich war schon mehr drin so, aber jetzt immer wieder mal. Ich versuche auf jeden Fall. Ich gehe auch gerne, wenn ich in der Nähe bin, ins Staples Center. Wir haben auch einen Freund, Isaiah, der bei den New York Knicks spielt. Isaiah Hartenstein, ja klar, natürlich. Ein guter Freund von uns, liebe Grüße an Isaiah. Und, also Basketball ist für mich so Kultursache, so wie, das gehört einfach Basketball und Hip-Hop, ne? Bisschen zu Hip-Hop dazu, und deshalb ich liebe Basketball. Hast du denn so ein bisschen aktuelles Geschehen auf dem Schirm, verfolgst du ein paar Spieler auch abseits der Deutschen? Also so, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Saison bin ich noch gar nicht dran. Okay. All-time ich komme immer so gegen, ja, Jordan? Mal gar nicht drüber zu reden. Ja. MJ? Ja, ist halt auch meine Generation gewesen, ja, muss man dazu sagen. Ich habe diese 90er Chicago Bulls einfach auch komplett mitbekommen. Okay, also und Basketball-Hip-Hop-Connection auch schon immer präsent gewesen für dich? Ja, schon. Ich habe wirklich auch halt früh quasi so Streetball gespielt und da war halt auch immer so Ghetto-Blaster-Musik. Hast du irgendwie eine präsente NBA-Line oder Basketball-Line, an die du dich sofort erinnerst? Ich werf die Hits wie Dirk Nowitzki. Natürlich, den kennen wir. Von Echo Fresh. Ja, okay, aber von dir meine ich. Ach, von mir selber? Von dir. Doch, warte mal. Zwisch, ich bin wie Michael Jordan, wenn ich werde. Schieß, bitch. Geil. Und du bist morgen auch beim Game dann hier? Ja. Okay, nice. Ja, ey, dann will ich dich gar nicht weiter stören. Hab mich richtig gefreut, dich zu treffen. Bro, ich dachte, wir kommen jetzt, wir unterhalten uns ein bisschen über gute Strategien. Wie kommt man? Ja, komm. Was muss der Point Guard machen? Dann erzähl mir, wie. Nee, Bruder, jetzt ist die Chance vorbei. Ich hätte dir das jetzt gerade eben alles gesagt, aber jetzt ist die Chance vorbei. Okay, dann trotzdem vielen Dank. Hab mich gefreut. Ich dachte, ich kenne alle Iverson Throwbacks, aber das habe ich noch nie gesehen. Also das klassische Filler in Blau kenne ich, aber kennt ihr das? Hey Björn, ja. Kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Ja. Stell dich mal an die Wand, kurz. Aha. Ey, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass Tony Parker so groß war. So, auf jeden Fall extrem sicke Jersey-Auswahl hier im NBA Store in Paris. Meine Wahl ist jetzt auf diese beiden Exemplare gefallen. Einmal KD in Seattle und Penny Hardaway in meinem absoluten Lieblings-All-Star-Design. Die Jungs sind noch unschlüssig. Ich sehe LeBron, ich sehe Curry. Wir werden auf jeden Fall noch eine Weile brauchen. Was sagt ihr zu meinen Picks? Danke, dass ihr seid. Hi, Keno. Ich glaube, Sam freut mich. Connection ist da einfach auch wegen dem Schuhgame. Also wir tragen selber gerne Jordan und einfach der Drip und alles und auch während des Spiels, in den USA läuft ja immer auch so Musik und die Art und Weise, wie die Spieler sich auch bewegen. Und das ist ja nochmal ganz anders wie auf dem Fußballfeld, wo dann der Schiedsrichter die rote Karte hebt und das und alles so ein bisschen so, ne? Und beim Basketball ist alles ein bisschen cooler, wenn die einen Korb werfen, die haben ein paar Moves da drin. Und auch das Publikum ist immer direkt eigentlich am Platz. Und immer, wenn du ganz vorne sitzt, bist du ja halt direkt mit dem Dings. Und die Spieler sind auch im Austausch mit dem Publikum und so. Das ist schon irgendwie mehr Lifestyle. Ne, irgendwie ist das so, das passt einfach geiler und ich glaube, deswegen ist auch das eine Sportart, die sehr nah am Hip-Hop liegt.
geil, Dicky. Das war sehr nice. Perfekt, tschüss. Vielen Dank. Bonsoir à tous. Nous sommes très contents. Avec mon équipe et ouais, merci pour votre soutien et j'espère que tout le monde va passer une très bonne soirée. Merci et bon match à Nicolas Vucevic, Killian Hayes et Tony Parker. Das war der Vlog aus Paris. Wir sitzen bereits am Flughafen, denn für uns geht es ja jetzt weiter nach Miami. Und auch von da wird es natürlich noch auf beiden Kanälen Vlogs geben. Checkt auch Björns Vlog aus Paris ab, den habe ich euch verlinkt. Ansonsten noch der Hinweis, es gibt nochmal einen ordentlichen Rabatt beim League Pass für die zweite Saisonhälfte inklusive Playoffs und Finals. 84,99 €, Link in der Beschreibung. Schlagt da gerne zu, wenn ihr noch keinen League Pass habt. Und dann melden wir uns aus Miami. Haut rein!